mal wieder die Logopädin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, ich bin auch wieder da. Und ich habe heute auch jemanden dabei, den man aber leider nicht sieht. Oh, jetzt ist er weggelaufen. Ich habe mir nämlich etwas gegönnt. Ich hatte Geburtstag und habe mir eine neue Frisur gegönnt. Außerdem habe ich mir einen zweiten Hund gegönnt, die Daphne, die ist jetzt hier gerade rumspaziert. Und zum dritten habe ich mir endlich den ersten Teil der Therapiebegleithund, warte, ich lese es ab, der Steinfurter Therapiebegleithund Methode Teil 1 gegönnt. Ich war da bei MITTT, beim Guido Huck in Köln dieses Mal, die haben verschiedene Standorte und habe mir da den ersten theoretischen Teil mal reingetan, weil ich eigentlich wissen wollte, was die da so machen und weil auch einige Fragen gekommen sind bezüglich der Lotte und ich das jetzt einfach mal klären wollte. Meine Güte, war das geil, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal das Interview, das ich mit dem Guido vor Ort geführt habe, bei dem ich, glaube ich, die wichtigsten Fragen soweit abgeklärt habe. Oh, guck, da ist die Daphne. Daphne, komm mal her. Komm mal her, Süße. Komm mal her. Komm mal her. Die kommt nicht. Kann man nichts machen. Das üben wir noch. Ich habe sie erst 4 Wochen. So, okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. So, hallo Guido. Ja, hallo. Schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst nach diesem langen Seminar, mir noch ein paar Fragen zu beantworten. Und da dachte ich, ich starte gleich mal, aber ich stelle dich nochmal eben vor, das ist der Guido und das ist der Sam und da hinten ist die wunderbare Belle. Das sind wirklich Hunde zum neidisch werden und natürlich kommt das vom Chef. jetzt frage ich dich gleich mal als erstes, Guido, wozu brauche ich denn jetzt unbedingt so eine Therapiebegleithundausbildung? Ich kann doch meinen Hund einfach so mit in die Praxis nehmen, wenn er brav ist, oder? Nee, eigentlich nicht, weil es ist ja auch erstmal eine Qualifikation. Du lernst ja auch hier ganz, ganz viel gezielt deinen Hund einzusetzen. Dann auch, wann ist ein Hund überfordert, welche Richtlinien muss ich einhalten, dann im Bereich Tierschutz. Und ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, bevor ich überhaupt meinen Hund einsetzen kann, dass ich erstmal gucken kann, was kann ich meinem Hund zumuten, welche rechtliche Bestimmungen gibt es und ja, das sollte man schon vorher machen, bevor man meinen Hund hat. Und als zweites auch ist uns ja auch sehr wichtig, diese Abgrenzung vom Besuchshund, Streichelhund zum Therapiebegleithund. Wir sagen ja immer, es gibt keinen Therapiehund. Ein Hund macht ja keine Therapie, sondern wird von einem Therapeuten, Pädagogen, medizinische Fachkraft geleitet. Ja, ja, okay, verstehe. Wenn du dann sagst, also Besuchshund und Streichelhund, stellt sich mir natürlich auch die Frage so, da nimmt man natürlich jetzt brave Hunde. Wie ist es denn bei einem Therapiehund? Freilich muss der auch brav sein, aber welche Voraussetzungen muss der denn erfüllen, ein Therapiebegleithund? Also eigentlich ist die einzige Voraussetzung, dass er, wenn er bedroht wird oder in der Ecke ist, nicht beißt. Ansonsten setze ich eigentlich jeden Hund nach seinen Stärken und Schwächen ein. Das heißt, habe ich jetzt den etwas ruhigeren Hund, den kann ich ja ganz toll mit einsetzen, wenn ich ja, ängstliche Klienten habe. Oder wenn ich, aber auch wenn ich Klienten habe, die keine Distanzkontrolle haben, da kann ich auch mal den Klienten dran spiegeln, da kann ich auch mal sagen, Mensch, du bist zu laut, warum geht mein Hund zurück? Und dann muss er sich das erarbeiten, ja, er muss da Ruhe reinbringen. Und ja, und habe ich den quirligen Hund, den kann ich ja ganz toll nehmen, ja, wenn ich Patienten habe, die antriebsschwach sind, in der Geriatrie, im Altersheim, der freut sich, wenn alle kommen und der hat da weniger Grenzen. Und das ist eigentlich ganz gut. Ja. Um die Ausbildung hier bei dir machen zu können, muss der Hund da jetzt irgendwelche Voraussetzungen erfüllen? Muss der da jetzt schon eine Prüfung oder irgendwas abgelegt haben? Was ist das Mindestalter? Wie ist es da so? Also, der Hund bräuchte eigentlich nichts können, weil wir haben ja auch den praktischen Teil. Wir bilden ja auch immer nicht nur den Hund, sondern das Team zusammen aus. Und ja, ich habe gesagt, lieber einen rohen Diamanten als einen zerschlissenen. Und von daher sollte er natürlich bei der Ausbildung ein Mindestalter haben von circa 8 Monaten. Und zur Prüfung muss er mindestens
18 Monate alt sein. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie eine Begleithundeprüfung oder so irgendwas machen. Nein, weil gerade das, was Sie in einer Begleithundeprüfung üben, das ist ja nichts, was du in der Praxis brauchst. Okay. Ne? Und von daher, von dem Therapeuten oder Pädagogen ist es eigentlich sinnvoll, wenn er relativ früh mit der Ausbildung beginnt, damit er ja, Grundlagen der Hundeziehung, Entwicklungsphasen des Hundes, dann auch gucken kann, wie kann ich einen Welpen mit einsetzen, welche Möglichkeiten sind mir da gegeben und auch die rechtlichen Bestimmungen erfüllen kann. Okay. Du hast jetzt schon gesagt, Therapeut oder Pädagoge, dann kann ich die Antwort quasi schon vorwegnehmen. Also als Voraussetzung, um die Ausbildung hier machen zu können, muss man irgendwie therapeutisch-medizinisch arbeiten. Ja, also bei uns können auch nur die Ausbildung machen Therapeuten, Pädagogen, medizinische Fachberufe und qualifizierte Pflegefachberufe. Das heißt mit einer mindestens dreijährigen Ausbildung. Okay, gut. Wie lange dauert die Ausbildung hier? Also die Ausbildung ist so gestaffelt, dass wir 2 Theoriewochenenden haben, dann 2x3 Tage praktisch. Danach müssen mindestens 3 Monate dazwischen liegen für die Prüfung. Aber wir haben keine Grenze gesetzt. Für uns ist immer ganz wichtig, dass der Therapeut, der Pädagoge, sprich der Hundeführer und der Hund auch die Zeit bekommt, die er auch braucht. Mhm. Also das kann sein, wenn man es ganz schnell macht, irgendwie 9 Monate, aber es kann sich aber auch über 2-3 Jahre ziehen. Okay. Jetzt heute in unserem Kurs waren auch welche dabei, die noch gar keine Hunde haben. Das geht auch. Ja, das begrüße ich ja. Ja, also finde ich immer, ist der richtige Weg. Es macht natürlich nichts, wenn man schon einen Hund hat, aber zu gucken, wie kann ich das überhaupt schaffen? Wir fangen ja auch an hinterher, wir haben ja eine Doppelbelastung. Wir sind ja jetzt in dem Moment nicht nur Therapeut und Pädagoge im Einsatz, sondern auch noch Hundeführer. Mhm. Wir sind ja für den Klienten verantwortlich und für den Hund. Mhm. Und diese Doppelbelastung muss man erstmal schaffen und dem muss man sich auch erstmal bewusst sein. Von daher finde ich es eigentlich ganz, ganz gut, wenn die Leute schon vorher kommen und sich darüber Gedanken machen können. Aber spätestens für den praktischen Teil brauche ich dann auch einen Hund. Dann brauchst du einen Hund, ja. Sonst geht die Praxis schlecht. Ja. Okay, die Ausbildung besteht also jetzt aus 2 Theorieteilen und 3 Praxisteilen, wobei der dritte Praxisteil schon die Prüfung ist, genau. Einschließt. Das heißt, es sind also 5 Module. Was kostet mich der Kurs? Die ganze Ausbildung kostet 1580 Euro. Okay, super. Da ist die Prüfungsgebühr schon mit bei. Da ist die Prüfungsgebühr mit bei. Und Snacks gibt es auch. Ja, genau. Wir versuchen schon, unsere Teilnehmer zu verpflegen, aber auch die Skripte. Alles ist dabei. Das Material ist dabei. Okay, wenn ich das also geschafft habe und wir sind ein Therapiebegleithundeteam, welche finanziellen Vorteile bringt mir das denn dann als Therapeut? Naja, also die meisten Leute, die kommen, machen es ja, weil sie ihren Hund mit einsetzen wollen, weil sie ihre Arbeit qualitativ verbessern wollen. Von daher ist von der Krankenkasse eigentlich immer wenig zu erwarten. Aber ich kann meinen Hund mit absetzen von der Steuer, ich kann den Kaufpreis, ich kann die Fortbildung, das Futter. Also alles, was den Hund betrifft, kann ich mit von der Steuer absetzen. Und wenn ich das dann geschafft habe, kann ich meinen Hund auch von der Hundesteuer befreien. Sehr schön. Also steuerliche Vergünstigungen darf man erwarten. Was für einen Titel habe ich denn dann, wenn ich damit fertig bin? Kriege ich dann irgendein Zertifikat? Bin ich dann irgendwas Tolles? Ja, du bist Therapiebegleithundeführer, anerkannt nach den Richtlinien des TBD e.V. Alles klar. Ja, vielen Dank, lieber Guido. So, das war das Interview mit dem Guido Huck. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten und auf jeden Fall bleibt dran, es wird noch weitere Teile geben. Ich werde meinen Verlauf und Daphnes Verlauf und den Weg bis hin zum geprüften Therapiebegleithundeführer dokumentieren. Es wird ein bisschen dauern, aber hab Geduld und vielleicht konnten wir dich inspirieren. Bis bald!